Freunde, einen wunderschönen guten Tag zu dem neuen Video. Das wird mal ein etwas anderes Video. Es gibt es ab und zu mal. Das letzte Video, was ich so als Labervideo gemacht habe, da ging es um Politik und so weiter. Das war ein ziemlich oberflächliches Video und dieses Video soll mal in die andere Richtung gehen und zwar in die Tiefe von dem ganzen Elend des menschlichen Seins. Und ich nenne es wirklich mal bewusst Elend. Denn wenn man sich mal anguckt, was gerade so in der Welt passiert, wenn ich in mich selber reinschaue, wenn ich das Ganze mir gesellschaftlich in Deutschland angucke und so weiter, Da kommt man irgendwie nicht auf die Idee, dass das die intelligenteste Spezies der Welt aktuell irgendwie sein soll. Denn was da so passiert mit dieser ganzen Spaltung rechts, links, die ganzen Vorgaben, was ist gut, was ist schlecht, wie man doch zu leben hätte, diese Kriegssituation, wie das abläuft, was doch gefälligst der andere da zu tun hätte und so weiter, wie der Krieg entsteht, wie das alles abläuft. Und wenn man das sich mal im Gesamtkontext anschaut mit den eigenen Ding, die im eigenen Kopf passiert, da könnte man schon irgendwie auf die Idee kommen, dass wir alle nicht mehr ganz sauber sind. Und ich glaube, wir sind alle nicht ganz sauber, um es auf den Punkt zu bringen. Und warum ich das glaube, das werde ich jetzt in dem Video mal näher ausführen. Das soll kein oberflächliches Video sein, sondern das soll einfach in die Tiefe mal reingehen des menschlichen Seins und wo ich da Mechanismen sehe und Gründe sehe, warum das alles so ist. Und ich sag's dir ganz ehrlich, da auf der anderen Seite, du bist genauso mit dran schuld an der ganzen Scheiße, warum es auf der Welt so ist, wie es ist. Genauso wie ich daran schuld bin, er sehr wahrscheinlich auch, aber vielleicht ein bisschen weniger. Aber wir sind alle ganz maßgeblich daran mit beteiligt und schuld. Und ich bin mir sicher, wenn sich die Leute das Video überhaupt anschauen, werden sehr viele von euch danach denken, ich bin nicht ganz sauber. So, ich bin nur wirklich nicht ganz sauber, aber das werden einige von euch nach diesem Video erst recht denken, ne? Aber ich bin davon felsenfest überzeugt. Ich habe damals in meinem Leben so eine Phase gehabt, da war ich so 28, 29, war eigentlich in meinem Kopf nur unter Oberfläche und habe darüber nachgedacht, mir, ich sag's mal, wie es ist, das Leben zu nehmen. Ich hatte die Schnauze einfach voll. Ich bin ständig Dingen nachgejagt, habe versucht, erfolgreich zu werden, Anerkennung zu bekommen und so weiter. Und das hat mich im Endeffekt eigentlich immer nur noch unglücklicher gemacht, weil man ständig das Gefühl hat, man ist nicht genug und so weiter halt, ne? Und dieser Punkt, dass ich keine Lust mehr aufs Leben hatte, der hat in mir was ausgelöst, dass ich mir überlegt habe, wie kann das sein, René? Du hast alles, ne? Du hast alles. Du bist genug erfolgreich mit deiner Firma, du hast eine tolle Freundin, du kannst reisen, wie du lustig bist, du hast genug Geld zum Ausgeben. Warum ist das so? Das Problem kann doch nicht im Außen liegen, an der Oberfläche. Das Problem muss doch hier drin sein. Und hier gibt es aus meiner Sicht auch eine oberflächliche Ebene und eine tiefere Ebene. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Das Problem muss doch bei dir im Kopf sein, ne? Und das hat bei mir eine Art, ich nenne es mal Spiritualität ausgelöst, dass ich sehr intensiv mich mit den ganzen Themen auseinandergesetzt habe und vor allem mit mir selber auseinandergesetzt habe, mich selber hinterfragt habe und selber angefangen habe, Mechanismen in mir aufzudecken. Und seitdem ist dieser Prozess angekurbelt, dass ich permanent darüber nachdenke und das nicht wegwische, über Krankheit, Tod, warum ist es in der Welt, wie es ist, und beobachte und versuche mich da auch zu reflektieren und sehe auch, wie oft ich einfach an die Oberfläche abdrifte und mich rein oberflächlich unterhalte. Ne? Entschuldigt übrigens wegen den Hintergrundgeräuschen, ich habe ihm hier mal kurz ein bisschen Papa Wutz angemacht, damit ich mit euch das Video in Ruhe machen kann. Ne? Also ich sehe diese Mechanismen auch an mir selber, dass ich mich den Großteil des Tages, vor allem wenn ich streame, mit meinem Geist an der Oberfläche bewege und genauso Opfer bin von diesem ganzen Scheiß, beziehungsweise Opferhaltung will ich ja gar nicht zum Tag bringen, sondern dass wir mehr oder weniger alles Marionetten sind. Und von was gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein? Nämlich nicht Marionetten von was weiß ich, von Regierungen, von Staat, von Großkonzernen. Ja, wenn man oberflächlich denkt, dann könnte man da sich eine gewisse Position raussuchen, ob man Marionette ist oder ob man jemand ist, der die Fäden hält. Aber die Leute unterscheiden sich nicht. Der die Fäden hält und der die Marionette ist, das sind genau die gleichen Leute. Ne? Das sind genau Menschen in Fleisch und Blut mit demselben Gehirn wie du und ich. Und genau da liegt nämlich das beschissene Problem. Ich bin davon überzeugt, erst wenn wir das alle begreifen und verstehen, dann ändert sich nicht sofort was. In unserem Leben ändert sich wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber es gibt so einen Spruch, die Erkenntnis steht vor allem. Und erst wenn wir das begreifen, und ich gehe da gleich genauer drauf ein, was ich meine, erst dann sehe ich da eine Chance und eine Möglichkeit, dass sich da was ändert. So, das wirkt jetzt vielleicht sehr negativ, aber jetzt gucken wir uns mal an, wie ich aus meiner Perspektive nüchtern und neutral betrachte, das menschliche Leben sehe anhand meines eigenen Beispiels oder einem allgemeinen Beispiel.
wir werden geboren, so, dann kriegen wir eine Identität. So, das ist jetzt Aaron, das ist jetzt René. So, dann kriegst du schon mal die Werte von deinen Eltern, deiner Gesellschaft, über die Schule, über Medien mit reingedrückt. Dadurch wird die Identität, die Identifizierung, nenn's wie du es möchtest, will keine Begriffserklärungen fabrizieren und kann nicht jeden Begriff erklären, wie ich ihn genau definiere, aber ich nenne es mal Identifizierung und Identität, gebildet. Man schaut in den Spiegel, man sieht seine Gestalt X mit seinem Namen, mit seinen Werten, all diesen Dingen. So, das ist diese Konstruktion, diese Identität, mit der wir uns identifizieren. Momentan läuft es ja so ab, oberflächlich betrachtet, dass das immer mehr zunimmt. Entschuldigt übrigens, ich sehe gerade, ich bin komplett vollgesabbert hier. Scheißegal. Ich fange jetzt nicht nochmal neu an mit dem Video, bin ich halt vollgesabbert so. Und ich habe da das Gefühl, wie gesagt, dass diese Identifizierung immer mehr zunimmt. Ne? Es gibt jetzt nicht nur noch zwei Geschlechter, es gibt jetzt 70 und so weiter, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist immer krasser mit rechts und links und wofür man ist und wogegen man ist. Und es gibt nur noch das eine oder das andere. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Menschen sich immer mehr, und ich schließe mich da nicht aus, immer mehr versuchen, noch eine immer krassere Identifizierung, eine krassere Identität zu erzeugen von sich selbst, von was auch immer, um sich noch mehr abzuspalten, abzutrennen, um was auch immer zu bezwecken. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass wir Menschen gerade in eine komplett falsche Richtung laufen, aufgrund der Tatsache, dass wir uns nur noch auf dieser Ebene bewegen. Ne? Ich meine, es ist doch egal, ob rechts oder links, ob für Gender, gegen Gender, ob für Putin, gegen Putin. Wir sind alles Menschen mit demselben Gehirn, was sich über 100.000 Jahre entwickelt hat. Alle, du wie ich. Da ist kein Unterschied. Ne? Wenn man das begreift, finde ich, dann entsteht schon in dem Moment, wo einem das bewusst ist, das Verständnis dafür, dass wir gleich sind. Und das entwertet dann irgendwie ein bisschen diese Problematik und diese Dramatik auf der oberflächlichen Ebene. Weißt du, was ich meine? Also wenn dir auf einer niederen Ebene bewusst ist, auf einer fundamentaleren Ebene bewusst ist, dass wir alles Menschen sind, ne? Aus Fleisch und Blut, egal wer das ist, dann entsteht schon eher so eine Art Verbindung, so ein Verbundenheitsgefühl mit allen Menschen, unabhängig davon, was sie denken oder was sie glauben. Aber wir bewegen uns nur noch auf dieser Verstandesebene und dann passiert das eben, dass man so quasi einen Krieg führt. Die Menschheit führt gerade einen Krieg. Und zwar nicht den physischen Krieg, sondern im Kopf einen Krieg. Und dadurch entstehen dann die physischen Kriege, die oberflächlichen Kriege, wie in Beziehungen, wo es auch Krieg gibt zwischen Menschen, ständig Krieg gibt. Ne? Ob das kleinere Streitereien sind, größere Streitereien sind, ob sie aufs Maul hauen, abstechen oder gegenseitig die Armeen auf den Hals hetzen, ist, was den Grundmechanismus in unserem Geist angeht, exakt dasselbe. Die Auswirkung ist anders. Ja? Aber der Grundmechanismus ist der gleiche. Und deswegen sehe ich uns hier alle in der Verantwortung, weil das nämlich in unserem Kopf entsteht, in deinem und in meinem. Die Auswirkungen sind nur unterschiedlich. Jetzt höre ich die Leute schon sagen, ja, was habe ich denn mit dem Krieg zu tun? Gar nichts. Doch, hast du. Weil du den gleichen Mechanismus im Kopf hast. Genau wie ich. Ne? Das ist einfach ein Ding der Evolution. Da können wir nichts dafür. Das ist ein Ding der Evolution. Das war überlebensnotwendig über die letzten Jahrtausende, Jahrhunderttausende war das überlebensnotwendig. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen mit diesem ganzen Zeug. Aber ich glaube, wir sind jetzt ja an einem Punkt menschheitsgeschichtlich, wo man sich darüber dann auch mal Gedanken machen sollte. Ne? Denn das menschliche Gehirn, das braucht eine lange Zeit, bis es sich adaptiert hat. Es hat sich jetzt unheimlich viel in einem kurzen Zeitraum geändert. Das Gehirn kommt einfach gar nicht hinterher. Ne? Es ist völlig überfordert. Und es ist halt irgendwo auch aus meiner Sicht eine evolutionäre Aufgabe, wenn man die Evolution als Entität sehen würde, dieses Problem zu lösen. Ansonsten sehe ich hier aus meiner Perspektive, und ich will nicht zu pessimistisch sein, ein riesengroßes Potenzial, dass wir Menschen uns selbst vernichten. Dass wir uns selbst platt machen. Ne? Und zwar nur wegen unserem Kopf und unserem Verstand, weil es ja jeder besser weiß, weil jeder der Größte ist, weil jeder der Tollste ist, weil jeder die Meinung hat, die richtig ist und der andere nicht, ne? Und weil der Dinge tut, die ich nicht haben will, und deswegen hauen wir uns aufs Maul. Ne? So, da liegt doch mal im Kern das Problem. Wir versuchen immer nur die Probleme an der Oberfläche zu lösen. Ja, der ist doof, weil der das gemacht hat, weil der da reinmarschiert ist, der ist doof, weil er keine Ahnung, und die Regierung ist doof wegen der Energiewende und der Linke ist doof, weil der das macht, was mir nicht gefällt. So läuft das doch ab. Denken wir wirklich, dass wir so Probleme lösen werden? Natürlich ist es auch wichtig, an der Oberfläche zu agieren und irgendwo da seine Ideale und Werte auch mit zu vertreten, aber doch nicht ausschließlich. Wir arbeiten nur an der Oberfläche. Das ist wie wenn dein Computer eine Macke hat und du willst, du hast ein Problem mit der Hardware und du versuchst das mit Windows zu lösen. Das kannst du nicht lösen, du musst es an der Hardware lösen, eine Ebene tiefer halt. Ne?
So, also was meine ich mit diesen Ebenen? Ne? Die oberflächliche Ebene, an der wir uns bewegen, ist aus meiner Sicht unser denkender Verstand. Ein Werkzeug, was in unserem Gehirn drin ist, wo unsere Identifikation und Identität entsteht, auf einer relativ primitiven, zweidimensionalen Ebene. Und das ist für mich wie eine Software, die Dinge auswertet und bearbeitet. Im Idealfall, nach meiner Idealvorstellung, sollte diese Software ein Werkzeug, eine Hilfe sein, um Entscheidungen zu treffen, zu überleben, ne? Und so weiter halt. Ne? Ein evolutionäres Ding. Aber nach meinem Empfinden sind wir mittlerweile nur noch in diesem Bereich des Gehirns aktiv. Diese andere, viel tiefere, viel mächtigere Ebene, die wir auch wirklich sind, die uns als menschliches Wesen wirklich ausmacht, die wird gar nicht mehr aktiviert und benutzt von den allermeisten Menschen. Oder so gut wie gar nicht mehr. Die meisten Menschen fühlen diese Ebene nicht mehr. Ich in den allermeisten Zeiten des Tages auch nicht. Ich habe diese Ebene einmal kennenlernen dürfen und kann die auch abrufen, sag ich mal, aber wenn ich so in meinem täglichen Gewusel bin, in meinem täglichen Daily Stress, dann schaffe ich das, die auch nicht zu aktivieren. Ne? Mal mehr, mal weniger, aber dann schaffe ich die auch nicht zu aktivieren. Dann bewegen wir uns nur in diesem kleinen Softwarebereich. Ne? Ich nenne es Ego-Verstand, denkender Verstand. Und das sollte, wie gesagt, nur unser Werkzeug sein, ist aber im Endeffekt einfach, wir identifizieren uns damit. Wir denken, dass wir das sind. Das sind wir aber nicht. Ne? Und solange wie wir die meiste Zeit des Tages in diesem Bereich uns bewegen, ne, wird das auf dieser Erde nicht besser werden. Heute nicht, morgen nicht, in 1000 Jahren nicht. Bis dahin haben wir uns selbst vernichtet. Davon bin ich überzeugt. Ne? Jetzt ist ja schon mehrfach der Begriff Evolution gefallen. Und ja, ich weiß, Evolution kann man nicht als Entität sehen. Aber ich nutze das mal so in meiner Kommunikation und Beschreibung, um zu beschreiben, wie ich die Sache mit der Evolution sehe. Ne? Was ist denn dann eigentlich jetzt der Sinn des Lebens auch? Ne? Das ist die Frage, die ich mir aus diesen ganzen Gedanken permanent rausche. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was machst du hier? Du wirst geboren, du versuchst irgendwie Geld zu verdienen, baust dir irgendwas auf, um es dann alles wieder zu verlieren und zu sterben. Du kannst dabei noch zugucken, wie deine Liebsten sterben oder die gucken dir beim Sterben zu. Du hast dann am Ende noch eine zu sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine ganz tolle Krankheit, an der du elendig krepierst, wo ich persönlich auch, wenn ich da oben festhänge, Angst habe und das mich auch bewegt. Ne? Nur was mit dem Leberfleck jetzt schon wieder und so, ich bin halt hypochondrisch veranlagt. Und da denke ich mir auch immer wieder, was zur Hölle, was machst du hier eigentlich? Was soll der Sinn des Lebens bitte sein? Ne? Und zum Thema Religion komme ich gleich nochmal. Das ist halt nicht mein Thema, aber da komme ich gleich nochmal dazu, zu Spiritualität und Religion. Aber jetzt erst nochmal grundlegend dazu, wie ich das sehe, was der eigentliche Sinn des Lebens ist. Und zwar nichts von diesen ganzen noblen Dingen, dass wir dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, weiterleben und dass wir hier für Gott eine Aufgabe erfüllen. Was ein Bullshit aus meiner Sicht, komme ich gleich nochmal zu. Sondern ganz einfach betrachtet ist doch am wahrscheinlichsten so. Und ich denke immer an Wahrscheinlichkeiten, nicht black and white. Es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die ich auch einberechne, dass es wirklich irgendein krasses übergeordnetes Wesen gibt, was das alles erzeugt hat. Oder wir schon in einer virtuellen Realität leben, nur es nicht merken und so weiter. Aber am wahrscheinlichsten ist doch, dass das Leben zufälligerweise auf der Erde entstanden ist. Dass es einfach zufälligerweise entstanden ist. Na, wir gehen mal nicht zurück bis zum Ursprung des Universums. Wir gucken mal nur isoliert auf die Erde, weil das würde ein ganzes Video noch füllen, wenn ich alles dazu sage, was ich über den Ursprung des Universums persönlich denke. Wir gehen mal auf den Punkt der Erde. Ne? So, das ist sehr wahrscheinlich zufällig entstanden. Das hat dort niemand hingesät und gepflanzt und steuert uns fern. Am wahrscheinlichsten ist es, das ist zufällig entstanden. So, durch evolutionäre Prozesse haben sich halt verschiedene Lebensformen entwickelt, die sich dann irgendwo durchgesetzt oder nicht durchgesetzt haben. Und im Endeffekt sind jetzt wir als Menschen hier dabei auch mit rausgekommen. Wir sind einfach ein Teil davon. Ne? Wenn ich jetzt mal die Evolution als Wesen betrachte, was sie natürlich nicht ist, aber lässt sich damit besser kommunizieren mit der beschränkten Sprache halt so, ne? Dann ist die Evolution ein ganz schönes Arschloch eigentlich. Weil um was geht es in der Evolution? Der Evolution geht es darum, dass wir überleben, dass wir als Spezies überleben. Und es versucht uns das alles mitzugeben oder uns so zu steuern und zu lenken, dass wir als Spezies überleben und fortbestehen können. Das ist das Wichtigste. Es geht um Fortpflanzen und Fortbestehen. Das sieht man das Ergebnis. Darum geht es letztendlich halt, ne? Wenn man es mal genau betrachtet. Und dabei scheißt die Evolution da drauf, dass wir uns zum Tod quälen. Ne? Sie scheißt da drauf, wie es uns dabei geht. Das ist der Scheiß egal. Ne? So, erst wenn das zu einem Problem wird für die Evolution, dass wir uns zu sehr bewusst der ganzen Sache sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich der Evolutionär auch mal was ändert. Und ich denke, die Evolution muss da auch, was das Thema Kriege angeht und so weiter, und dieser Krieg in unserem Kopf eine Lösung finden, beziehungsweise die Lösung wird sich natürlich aus der Situation heraus entwickeln. Wie gesagt, ich kommuniziere das nur so
als Wesen. Ich weiß, dass die Evolution kein Wesen ist, um das nochmal klarzustellen. Aber die Evolution wird dafür eine Lösung finden müssen. Ansonsten sehe ich hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit sich selbst vernichtet. Da gibt es so ein interessantes Mäuse-Experiment, was zigmal wiederholt wurde, wo alle Mäuse draufgegangen sind. Die hatten alles zum Leben. Denen ging es perfekt. Die hatten perfekte Bedingungen zum Fortpflanzen und alles. Schaut euch das gerne mal an. Es wurde zigfach wiederholt. Die Populationen sind jedes Mal ausgestorben. Ne? Ab dem Punkt, wo halt zu viel da ist, wo es denen zu gut geht und so weiter, ist das halt in dem Fall dann passiert. Das kann man jetzt natürlich nicht mit der Menschheit komplett applizieren, weil im Gegensatz zu Tieren haben wir halt noch diesen präfrontalen Kortex, wo wir dann halt auch uns Dinge bewusst machen können und darüber nachdenken können. Was ich als ziemlich Nachteil im Gegensatz zum Tier empfinde, was das angeht. Weil wenn ein Tier krank ist, ist es krank. Okay, es kann auch leiden und sterben, aber es hat nicht noch die Schwäche, dann darüber nachzudenken, es kaputt zu denken und dadurch erst recht zu leiden und krank zu werden. Also dieser Verstand gibt natürlich auch noch das Potenzial, exorbitant mehr zu leiden als ein Tier zum Beispiel. Beispiel Kari hat nur noch ein halbes Herz. Die denkt aber nicht den ganzen Tag darüber nach. Die lebt einfach so vor sich hin. Sie hat keine Schmerzen, sie merkt nichts davon. Ihr geht's gut, weil sie ärztlich behandelt wurde oder ist und medikamentös eingestellt ist. Und dann dümpelt die so vor sich hin. Na klar, die leidet unter ihren Zuständen oder ist natürlich auch abhängig von ihren körperlichen Zuständen, wie es ja an sich geht. Aber sie denkt es nicht noch kaputt, sie denkt nicht noch darüber nach. Ne? Und so ist es doch bei uns Menschen, wenn wir eine Krankheitsdiagnose und so weiter bekommen. Da ist die Diagnose im Körper noch nicht mal das Schlimmste, sondern der Kopf, was er daraus macht und wie es uns damit geht. Das ist doch am Ende das Problem. Und das ist der Evolution einfach scheißegal. Ne? So, und was machen Menschen? Die sehen eigentlich, wie sinnlos das Leben ist, ne? Und versuchen, irgendeinen Sinn zu finden, den es eigentlich nicht gibt. Weil der eigentliche Sinn ist nur evolutionär bedingt, dass wir als Spezies überleben. Das ist aber irgendwie nicht nobel genug für uns im Kopf, nicht sinnvoll genug. Aber so primitiv wird es wahrscheinlich sein. Und daraus entstehen dann irgendwelche Religionen und Spiritualitäten, um sich dieses ganze Elend schön zu reden, warum wir auf dieser Erde sind und diesen ganzen Quatsch machen, den wir in unserem Leben tun. Dinge aufbauen, erfolgreich sein, Kriege führen, um alles am Ende zu verlieren, selbst unsere Gesundheit zu verlieren, unsere liebsten Menschen zu verlieren. Ne? Das ist, wenn man da genau hinguckt, fühlt sich das so sinnlos an. So sinnlos dieses Leben an. Und es ist auch irgendwo eine Ehrlichkeit zu sich selber, finde ich, um das für sich selbst einzuschätzen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das sind nur meine Gedanken und meine Perspektive, die ich mir ja, das, was ich mir rausnehme auf dem Kanal halt so zu äußern. Ne? Aber für mich ist, nach mehrfachen darüber nachdenken, klar, das Leben ist nicht so sinnvoll und wir werden diesen Sinn da drin nicht finden, wie wir ihn gern hätten, dass es sich für uns als sinnvoll genug erachtet, dass wir es durchziehen. Und deswegen erfinden wir Religionen und diese ganzen Geschichten oder verdrängen es und denken gar nicht drüber nach. Das kann ich aber nicht. Ich denke da permanent drüber nach. Jetzt nicht den ganzen Tag durchgehend, aber schon mehrfach täglich versuche ich mir Dinge bewusst zu machen, warum ich sie tue und stelle dann halt immer wieder lustige Dinge fest. Ne? Das ist einfach ein Teil, finde ich, dieses Prozesses, dass man sich weiterentwickelt, wo man selber auch nur ein Teil des Prozesses ist. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas damit in meinem Leben großartig bewirken werde. Aber ich glaube, dass ich ein Teil von einem Prozess bin, weil mehrere Menschen in die Richtung so denken wie ich und das so kollektiv sich schon ergeben könnte irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich glaube schon, dass es eine Wirkung hat, wenn man so mit sich selber umgeht und denkt, dass das trotzdem auf alles eine Wirkung hat. Wie groß die ist, muss man dann in Zukunft halt sehen. Ne? Das hängt davon ab, wie sich insgesamt die Menschheit entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der sich um sowas Gedanken macht. Aber dieses eben darüber Gedanken machen und ehrlich zu sich selber zu sein, was hier oben im Kopf passiert, darin liegt aus meiner Sicht der Schlüssel. Ne? Sich selbst beobachten, ne? Bei einer Meditation zum Beispiel oder einem ruhigen Moment und dann einfach mal gucken, was entstehen da oben für weirde Gedanken und dann halt ehrlich mit sich selber sein. Und das ist manchmal ganz schön cringe, was da oben so entsteht. Tja, also um das Thema Evolution und Sinn des Lebens abzuschließen, für mich ist das Leben sinnlos, weil der Grund, warum wir am Ende aus meiner Sicht, wie gesagt, da sind, damit die Art, die Spezies erhalten wird, evolutionär bedingt, ist mir persönlich nicht genug. Mich hat keiner gefragt, ob ich dieses Leben leben will. Ich bin einfach nur eine Marionette der Evolution, die mich dafür benutzt oder uns dafür benutzt, um weiterzukommen, sage ich mal. Ne? Evolution übers Universum gesehen, Menschen, die Spezies gesehen, Bakterien, Bäume, whatever halt. Ne? Da gibt es ja noch garantiert andere Planeten mit Leben halt. Ne? Und ich fühle mich halt einfach, was das angeht, als Marionette. Mich hat keiner gefragt, ob ich auf diesem Planeten sein möchte. Ich will nicht, wie gesagt, irgendwie den Anschein erwecken, als wäre ich undankbar. Nein, da muss man differenzieren, man muss alles differenzieren. Ne? Das muss man wenigstens versuchen. Und ich differenziere schon das Leben an sich oder mein Leben innerhalb dieses Lebens. Ne? Also ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich körperlich einigermaßen gesund bin. Ich bin unheimlich dankbar dafür, für diesen kleinen
dicken Gartenzwerg hier. Ne? Er nervt mich manchmal, aber er bereitet mir auch ganz viel Freude. So, ich bin dankbar dafür, dass ich finanziell so gut aufgestellt bin, dass ich tolle Menschen um mich rundherum habe. Ne? Ich bin dankbar für meine kleine Familie und so weiter, auch wenn das alles nicht einfach ist, aber da bin ich schon dankbar dafür an sich. Ne? Aber ich bin nicht dankbar für das Leben an sich. Wie gesagt, da hat mich keiner gefragt. Und wenn ich vor der Entscheidung gestanden bin, das klingt jetzt vielleicht hart, viele werden es nicht verstehen, aber bin ich ehrlich, wenn mich einer mit dem Wissen, was ich jetzt über das menschliche Leben habe, so wie ich sehe, wie die Welt ist und was in meinem Kopf passiert, zurückspulen könnte und nochmal gefragt werde, ob ich dieses Leben leben möchte, ich würde Nein sagen. Ich sag's dir, wie es ist, ich würde Nein sagen. Wenn mich einer vorher fragen würde mit diesem Wissen, wie dieses menschliche Leben ist, egal wie, ob Millionär, Bettler oder was auch immer, ich wollte es nicht haben. Ich wollte es nicht haben. Ne? Es ist viel zu kurz. Man beschäftigt sich, man ist, wie gesagt, es ist viel zu kurz. Man ist permanent eigentlich Opfer seines Verstandes, ohne es, die meisten merken das nicht mal aus meiner Sicht, die denken, das ist so, aber sie sind einfach nur eine Marionette. Einfach nur eine Marionette. Und da meine ich jetzt nicht die politischen Marionetten und sowas. Das sind alles das Gleiche. Ist scheißegal, ob das der an der Bank ist, der seine Bierflasche trinkt, oder ob das ein Scholz, Habeck und Co. ist. Was die Grundmechanismen angeht, sind die alle gleich. Da sind wir alle gleich. Es ist nur die Auswirkung eine andere. Ne? Das ist eben der Punkt. Und da kann sich niemand von erheben. Ne? Bei den allermeisten Menschen ist das aus meiner Sicht so. Boah, das Video soll eigentlich kurz werden. Entschuldigung. Ach, ich habe gerade den Faden verloren. Das Video sollte eigentlich kurz werden. Scheiße, es tut mir leid. Ich versuche das noch relativ schnell jetzt abzuhandeln. Wie versuchen Menschen aus dem Dilemma da rauszukommen? Sie denken gar nicht darüber nach, sie hängen permanent, sie kriegen es gar nicht mit, sie sind einfach nur der Mechanismus und sehen den Mechanismus in sich selbst nicht. Da bist du natürlich komplett lost, da wirst du in deinem Leben gar nicht weiterkommen, du wirst irgendwie dein Leben wie ein Tier eigentlich ableben. Ne? Also ich bin schon der Meinung, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, darüber reflektieren sollten, um eine Persönlichkeitsentwicklung irgendwo stattfinden zu lassen und nicht zu stagnieren halt letztendlich. Ne? Da finde ich zum Beispiel auch Religion extrem, und ich will damit niemanden angreifen, das ist nur meine persönliche Meinung, egal welche Religion, Christentum, Koran, bla 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 und so weiter, wenn da mir noch irgendwas sympathisch ist, überhaupt, wenn überhaupt der Buddhismus, aber sonst von den anderen gar nichts. Ne? Für mich sind Religionen da einfach extremst hinderlich, weil die geben dir die Lösung schon vor. Ne? Menschen leiden zum Beispiel unter sich selbst, unter einer Krankheit, aus einer Situation heraus und suchen Halt und so weiter. Und wo finden sie das? Natürlich in der Religion. Ne? Und da hat halt schon mal praktischerweise jemand was in ein Buch reingeschrieben, der mit Gott schon mal geredet hat oder in Kontakt war, wie auch immer dieser Gott aussehen sollte. Und der hat auch gleich praktischerweise schon viele Vorgaben, wie du am besten zu leben hast. Das ist das Fatalste aus meiner Sicht, was du aus menschlicher Sicht, persönlichkeitsentwicklungstechnischer Sicht tun kannst. Ne? Das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Ich kann das verstehen, dass das Menschen tun, und ich beneide die ehrlich gesagt, weil das Leben wird dadurch viel einfacher. Wenn du das schaffst, das zu glauben und anzunehmen, wird das Leben viel einfacher, weil du kriegst mit einmal deinen Sinn des Lebens präsentiert, du glaubst an ein Leben nach dem Tod und hast auch noch gleich Vorgaben, wie du zu leben hast, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Aber ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir als Menschheit weiterkommen wollen, darüber hinausgehen müssen und selber in uns erforschen und schauen müssen, was sind wir, wo kommen wir her, wenn wir überhaupt herkommen, selbst eine eigene Spiritualität zu entwickeln und selbst zu schauen, was ist für uns Gott, ne? Was ist für uns Gott? Für mich ist zum Beispiel Gott, wenn ich am Meditieren bin und richtig tief abgetaucht bin, ich meinen Verstand beobachte und sehe, wie dieser Gedankenstrom langsam, langsam, langsam immer ruhiger wird, dann bleibt noch was übrig. Und wenn ich mit diesem Übrigbleiben connected bin, das ist für mich Gott. Und der sagt mir nicht, wie ich zu leben habe, was ich zu machen habe, und so weiter. Ne? Weil da ist einfach nur Stille. Zeitlose, raumlose Stille. Da ist nichts. Und gleichzeitig fühlt sich das an wie alles, weil es pure Wahrnehmung und pures Sein ist. Ohne dieses Geplapper da oben. Und nur wenn dieses Geplapper und dieses Gedenke still ist, dann sieht man aus meiner Sicht, was Gott ist, was übrig ist. Und das hat für mich nichts zu tun mit dem, was in diesen Büchern steht und was gelehrt wird und wie Menschen zu leben haben. Für mich ist am wahrscheinlichsten, ich rede wie gesagt auch hier in Wahrscheinlichkeiten, dass das einfach ein Manipulationsmittel ist, um Menschen zu kontrollieren. Das war früher noch notwendiger als heute. Und es hat Menschen Halt gegeben, vor allem in schwierigen Situationen. In der heutigen Zeit aus meiner Sicht Religion überflüssig. Da sollten wir als Menschheit drüber hinausgehen, weil die sorgen nur für noch mehr Spaltung, für noch mehr Probleme, für weniger Persönlichkeitsentwicklung, ziehen das Problem nur in die Länge und verschärfen es sogar unterm Strich. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, was mir das da hilft, das ist das Einzige, das ist ich nutze als Mittel die Meditation, um meinen Verstand zum Schweigen zu bringen. Ich nutze die Atemmeditation und setze mich dann hin, mache meine Augen zu, sitze aufrecht und schaue, dass ich meinen Verstand beobachte
und versuche einfach die Gedankenmuster nicht zu unterdrücken, sondern einfach nicht weiterzudenken. Dadurch wird der Verstand immer ruhiger und dann kommt es zeitweise dazu, dass er still ist. Er fängt dann wieder an zu blabbern, kommt zeitweise dazu, dass er still ist. Und je länger man das trainiert, desto oder praktiziert, ich würde es nicht mal als Training sehen, desto öfters passiert es dann halt, dass die Zeiträume, wo er still ist, länger werden und man kann in diesen Momenten diese andere Ebene, die definitiv da ist, wahrnehmen. Na, dann merkt man auch sofort automatisch, der Verstand ist gerade still. Na, und das merkst du ohne zu denken. Das ist ein Gefühl, das ist schwer zu beschreiben, das muss man selber erlebt haben. Einem wird sofort bewusst, so klingt es besser, dass man nicht sein denkender Verstand ist. Das ist für mich die wahre Erleuchtung. Das erste Mal, wo du als menschliches Wesen fühlst, nicht jemand erklärt oder du irgendwo liest, fühlst, dass du nicht dein beschissener Verstand bist, dass du nicht dieser René bist, dass du nicht dieses Ding bist, was da im Spiegel zu sehen ist, mit all diesen Anhaftungen und Konstrukten aus der Gesellschaft, von deinen Eltern und von dir selber. Ja, das bist du nicht. Das ist schon mal erhellend. Ja, das ändert aber natürlich nichts auf einen Schlag. Du hast die Saat gesetzt und das ist unumkehrbar. Dieser Moment in einem menschlichen Wesen ist unumkehrbar. Der bleibt für immer. Ja, wie oft du in diese Ebene zurückgehen kannst oder aktiv halten kannst im Alltag, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich bin trotzdem ein sehr unbewusster Mensch. Wenn ich am Stream bin, hänge ich nur in der Oberfläche. Ich bin nur so ein ferngesteuert. Ne? So, das ist so. Diese Ebene kann ich da nicht aktivieren. Ich brauche meinen Verstand, um Bildraten zu kontrollieren, unterhaltsam zu sein und bla 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 bla. Ne? Schaffe ich da nicht. Wenn ich so am normalen Arbeiten bin, dann schaffe ich es, diese andere Ebene auch parallel, während ich meinen Verstand benutze, ein kleines bisschen aufleuchten zu lassen. Ne? Und darum geht es aus meiner Sicht. Darin liegt aus meiner Sicht die Lösung, diese Verstandesebene so oft wie es geht, ein bisschen runterzufahren, ja, ein bisschen Energie zu nehmen und die umzuleiten in diese andere Ebene und die aktiver zu machen. Ne? Weil aus diesem Bewusstsein heraus entstehen dann echte Veränderungen im menschlichen Wesen. Krieg das mal auf. Hör mal von dem Klapper. Aus diesem Bewusstsein heraus entstehen dann echte Veränderungen im menschlichen Wesen, die dann zu echten Veränderungen, was Kriege oder der Oberfläche und so weiter angeht, führen kann. Ne? Nur so kann es aus meiner Sicht funktionieren. Und wie gesagt, versteht mich da nicht falsch, manche Dinge muss man auch an der Oberfläche angehen. Da kannst du auch auf der Oberfläche eine Wirkung erzielen. Für mich ist das wie ein Pflaster auf eine eiternde Wunde kleben, weil all diese Auswirkungen sind Produkt unseres menschlichen Gehirnes und Verstand und wir sind alle gleich, was das angeht. Das ist das Erste, was uns klar werden muss. Ne? So, und das kannst du, wie gesagt, auch jetzt nicht, das ist mir jetzt klar, dass wir alle gleich sind. Morgen bist du genauso wieder dein Roboter. Das muss man praktizieren, das muss man üben. Man muss öfters mal in diese andere Ebene gehen, damit dieses Bewusstsein dafür entsteht. Was ist meine Intention, warum ich das tue? Egoistischerweise für mich selbst. Na, weil ich versuche in erster Linie daran zu denken und zu schauen, dass es mir gut geht und dass ich bewusster wäre. Und alles andere ergibt sich von ganz alleine. Ne? Das heißt, wir sollten viel weniger darauf schauen, an anderen zu arbeiten, und viel mehr schauen, an uns selbst zu arbeiten und nicht an der Oberfläche, sondern wie gesagt, das muss man wiederholen, sondern in der tieferen Ebene halt, ne? Dass wir mehr mit meinem persönlichen wahren Gott in Verbindung gehen und ja, wie gesagt, wie der aussieht, habe ich ja gerade schon mal beschrieben halt. Ne? Es gibt auch ein paar Buchempfehlungen, die ich dazu äußern kann. Ich verdiene damit kein Geld, unbezahlte Werbung. Ich bin großer Fan von Jiddu Krishnamurti. Ich kann das ja mal unten verlinken, ansonsten ihr findet das auch bei Google und bei YouTube. Jiddu Krishnamurti, aber den zu verstehen ist schon Königsdisziplin, aber das ist für mich die universelle menschliche Wahrheit. Der beschreibt auf den Punkt, wie wir sind, warum wir sind und was da in uns passiert. Der bringt es auf den Punkt. Die allerwenigsten werden es von euch schaffen, dieses Buch durchzulesen wahrscheinlich oder sich diese Videos anzuschauen, weil es dir einfach so auf so einer, weil es dir einfach klar macht, was man für eine, es ist schwer zu akzeptieren, was man für einen Schwachsinn lebt, wenn man das erste Mal sieht und dieses Kartenhaus zusammenbricht. Ganz viele würden das gar nicht ertragen, ne? Mit der Realität konfrontiert zu sein, des menschlichen Seins. Die leben dann lieber nur noch in ihrem Verstand und dümpeln so vor sich hin, bis sie dann irgendwann mal sterben und fertig ist. Ne? So, das kann man auch tun, das ist jedem seine freie Entscheidung. Ich will ja gar nicht sagen, was gut oder schlecht sein sollte, sondern nur, wie ich das persönlich sehe. Das ist immer ein Unterschied halt. Ne? Nur weil man sich selber positioniert, heißt das nicht, dass man Anspruch darauf hat, dass alle das so machen sollten. Das muss man auch sagen. Viele können auch gar nicht mehr differenzieren. Das ist natürlich ein reines Verstandesding, aber auch das ist wichtig. Ne? Weil wenn du dann in dieser anderen Ebene warst, ne, und dein Verstand still war, irgendwann ist ja dein Verstand natürlich wieder aktiv und da willst du dich natürlich auch ausdrücken, kommunizieren, darüber nachdenken, das auswerten. Da macht es dann wieder Sinn, diesen Verstand auch mal mitzunehmen. Ne? Und daraus können dann echte Veränderungen halt letztendlich entstehen. Ne? Und zum Zweiten natürlich Eckhart Tolle, besonders das Buch zu empfehlen, Eine neue Erde. Da wird dieser Prozess beschrieben, der nach seiner Ansicht stattfindet, ähnlich wie ich das gerade beschrieben habe.
Also ich bin da absolut bei Eckhart Tolle, das ist meine persönliche Bibel. Aber wie gesagt, ganz konkret das Buch Eine neue Erde, sollte aus meiner Sicht jeder mal reingezogen haben, legt das auch alles ganz offen nah. Ne? Das sind aber alles nur Dinge, wo man im Endeffekt dann die Erkenntnis erlangt und beim Lesen sich denkt, ja, und man ist ganz schnell dann in seinen Alltagstrott wieder eingetaucht. Also jeder muss für sich Mechanismen finden, wie er sich mit dieser anderen Ebene auch im Alltag wenigstens gelegentlich, wenigstens nur zu 10% connecten kann, und dann wird sich aus meiner Sicht schon alles verändern. Ne? Mir hilft es unwahrscheinlich im Tag, mir immer wieder bewusst zu machen, wie vergänglich ich bin, dass ich sterben werde, dass dieser Körper, ob ich will oder nicht, krank werden wird. Na, und dass all das, was ich an Geld verdiene, was ich mir materiell schaffe, was ich sage, was ich tue, nichts daran ändern wird. Gar nichts, überhaupt gar nichts. Na, also dieses Bewusstmachen von Tod und Krankheit ist für mich ein ganz wesentliches Element im Alltag zum Beispiel halt. Ne? Und das zieht mich dann auch nicht wirklich runter. Ne? Das gibt mir Kraft, witzigerweise. Beispiel, ich denke wieder mal in meiner hypochondrischen Art, oh Gott, der Leberfleck, vielleicht ist das ja Hautkrebs. Scheiße, ich gehe mal lieber schnell zum Arzt. Sollte man kontrollieren lassen, ohne Frage. Aber dieses Reinsteigern dahin und diese Angst, die entsteht, die kotzt mich an. Die nervt mich wie Sau, ne? So, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Und am Ende ist es Latte, ob ich mit 50 verrecke, mit 60, mit 70, mit 80. Es ist am Ende scheißegal, wenn du tot bist, bist du tot, ne? So, also, das ist mir wirklich egal, ne? Wenn ich jetzt die Wahl zwischen in 10 Jahren umfallen, einfach so, oder mich 3 Jahre lang quälen mit 80, dann nehme ich das mit 50 umfallen, ganz ehrlich. Ne? Weil was das angeht, bin ich in meinem Kopf so weit. Ja, das läuft noch eine ganze Weile so weiter. Und ich sehe es ja bei den Leuten im Laden und bei meinen Großeltern, die denken immer, ja, mit 80 Jahren noch 5 Jahre leben, wäre schon gut und so weiter. Das hört nie auf, dieser Selbsterhaltungstrieb, der in uns ist. Ne? Das hört nie auf. Das geht bis zum Ende weiter. Es sei denn, man findet da für sich halt einfach Punkte. Ne? Also ich glaube, man sollte das Leben an sich nicht so ernst nehmen. Das ist halt auch ein Ding, was man mit versuchen kann. Und das geht am besten mit dieser Vergänglichkeit. Ne? Und wenn ich dann halt eben diesen Moment habe, ja, hier, scheiße, wieder, ich habe, was ist denn vielleicht, habe ich vielleicht einen Herzinfarkt? Oder das zieht ganz schön im Kopf, habe ich einen Gehirntumor? So geht es zumindest nicht den ganzen Tag, aber einige von euch kennen das vielleicht auch. Man hat ein Zipperlein und denkt, oh, was ist das jetzt, ne? Dann sollte man das natürlich, wenn es länger da ist und so weiter, kontrollieren lassen. Also wie gesagt, das ersetzt alles keinen Arzt. Das ist nur eine Frage, wie man im Kopf damit halt umgeht mit diesen Sachen, wie ich es vorhin mit Kari beschrieben habe. Und das hilft mir dann halt, mir klarzumachen, ey du René, es ist scheißegal, was du tust und was du machst. Du kannst es vielleicht ein bisschen hinauszögern, indem du anders lebst und so weiter. Na, du kannst dein Leben schon beeinflussen, wie gesund du lebst, wie ungesund du lebst und so weiter, aber du kannst davon nicht weglaufen. Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen das ganz oft so versuchen und auch tun, davon da wegzulaufen. Aber wir können es nicht. Wir können es einfach nicht. Wir müssen uns damit abfinden. Und dazu gehört für mich halt auch mit Ehrlichkeit zu sich selber, ne? Das nicht wegzudrücken, sondern anzunehmen und zu akzeptieren, dass man vergänglich ist und sterben wird. Und wie gesagt, für mich auch die Wahrheit, dass es keinen Sinn im Leben gibt, außer dass wir leben sollen, damit unsere Spezies, unsere Art, die Menschen erhalten bleiben, sich weiterentwickeln und daraus das Universum von mir aus lernt und andere Dinge entstehen. Die einzige kleine Hoffnung, die ich habe, ist, dass das nicht die Endstufe ist, sondern dass es vielleicht sowas wie interdimensionale Wesen und sowas gibt, also noch eine vierte, fünfte Dimension, whatever, in der man als Energiewesen lebt und dass die Energie, die uns antreibt, die hier irgendwie unseren Körper steuert, unsere Seele, dahingehend übergeht, vielleicht auch in eine Art Quantenfeld, was wir noch nicht herausgefunden haben mit dunkler Materie und dunkler Energie. Das ist irgendeine Energieform, die da ist, die wir aber nicht messen können. Wer weiß, was das ist. Da wird die Physik wahrscheinlich noch einiges rausfinden dazu, denke ich mal. Das werden wir vielleicht sogar auch noch erleben, weil ist da ja ein universelles Bewusstsein gespeichert. Ich spinne jetzt rum, ich spekuliere. Das sind so Hoffnungen, die mein Verstand entwickelt, um einen Sinn zu haben, um dass nicht alles komplett sinnlos war, dass man irgendwie dann doch noch als Energiewesen irgendwo weiterlebt. Aber da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es nicht dieser Verstand sein wird hier oben. Mit dem wir uns identifizieren, dieser René, dieser Aaron, Milka, du. Ich glaube, das ist hundertprozentig tot. Mit dem, was wir denken, mit dem ich jetzt auch rede, mit dem, was ihr das Video seht und verarbeitet, bin ich überzeugt davon, das wird tot sein, das wird sterben. Aber ich glaube, dass diese Ebene, wenn man meditiert, wenn der Verstand still ist, in dem Moment, wo diese andere Ebene kurz aufploppt, die bleibt. Da bin ich überzeugt davon. In welcher Form auch immer, die bleibt. Aber das ist halt nicht das, wo man sich erhofft, was bleibt. Na? Das bleibt nicht. Es bleibt. Aber das, da bin ich mir... Das bleibt, in welcher Form auch immer. Ne? So. Also ich hoffe es zumindest. Ne? Das ist so ein kleines Hoffnungsding, was einen... So, ja, wir sind aber gleich immer fertig. Heißt, dass das Video gleich fertig ist. Du Zwerg. Tja, abschließend sei noch gesagt, dass ich glaube, dass wir alle Teil dieses Prozesses sind
Und ich glaube, dass wir diesen Prozess beschleunigen können, indem wir, wie gesagt, mehr an diese andere Ebene gehen. Ich bin mir aber auch sicher, das ist halt ein langer Prozess. Das Gehirn braucht viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Jahren, um sich anzupassen. Und auf diesem 100% Progress Bar sind wir vielleicht irgendwie 5% in diesem Teil. Aber es ist trotzdem wert. Es hat trotzdem seinen Einfluss. Und es kann, glaube ich, helfen, diese Herangehensweise, dass man ein wirklich besseres und friedlicheres Leben in sich selbst führt. Das ist das Wichtigste. Scheiß auf die anderen. Man muss sich um seinen Sohn kümmern. Man sollte nicht nur egoistisch sein, was Partnerin und sowas angeht. Aber in erster Linie musst du einfach aus meiner Sicht, und damit meine ich auch mich, ich habe immer so eine dumme Ausdrucksweise mit du, sie, er, es. Ich meine damit nicht nur dich, sondern uns alle. In erster Linie musst du dich um dich kümmern, weil wenn du dafür sorgst, dass es dir geistig vor allem gut geht, dann bist du ganz automatisch auch gut zu anderen. Wenn du dich nicht beachtest, wenn du dich immer nach anderen Menschen richtest, wenn deine eigenen Werte dir nichts wert sind, so, und du dich versuchst immer nur anzupassen, um es allen recht zu machen, dann wird es dir schlecht gehen. Und wenn es dir schlecht geht, dann bist du auch schlecht zu anderen. Und kannst nicht gut für andere sein. Du kannst weder inspirierend sein, noch hilfreich sein, noch sonst irgendwas sein. Davon bin ich überzeugt. Also schaut in erster Linie immer auch natürlich mit Rücksicht auf euer Umfeld, das ist wohl klar, sollte man auf sich selber schauen und gucken, dass es einem selber gut geht. Und dann kommt der Rest aus meiner Sicht von ganz alleine halt, ne? Tja, vielleicht löst auch die Technik noch die ganzen Probleme, so wie coole Techniken gibt, mit denen wir uns was auch immer, aber das weiß man alles nicht. Aber ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem sehr komischen Video. Keine Ahnung, ob von euch überhaupt noch jetzt jemand da ist. Schreibt gern mal eure Gedanken zu diesem Thema unter das Video, ne? Und ob ihr auch mit welche Erfahrungen ihr in dem Bereich gemacht habt, was ihr für Mechanismen für euch entwickelt habt, wie ihr an die Sache rangeht, wie ihr darüber denkt, egal was, ich werde hier unten nichts löschen, es sei denn, es werden Leute beleidigt. Ne? Es interessiert mich wirklich sehr, auch wenn ihr an Religion glaubt und worum ihr daran glaubt. Ne? Und ja, sowas. Schreibt da gerne mal unten eure Gedanken in die Kommentare rein. Es wird nicht oft solche Videos geben, aber ab und zu mal habe ich diesen Anfall und dann gehe ich, dann sagt mir mein Gefühl, René, mach das Video, dann mache ich es einfach so. Ne? Also Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao. Jetzt kannst du Tschüss sagen. Tschüssi. Tschüss. Ja.